Im Januar 2013 wurde Rein Wolffs von Kulturstaatsminister Bernd Neumann zum neuen Intendanten der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Zuvor noch in der Kunsthalle Fridericianum in Kassel unter Vertrag, hat er im März das Bonner Ausstellungshaus übernommen. Der 53-Jährige im niederländischen Hoorn geboren, hat sich als renommierter Ausstellungsmacher einen Namen gemacht, verfügt über ein weit gespanntes Netzwerk. Seit 2008 in Deutschland ist Rein Wolffs jetzt am Rhein angekommen. Ich habe mal meinen musealen Laufbahn angefangen in Zürich, Migros Museum für Gegenwartskunst. Das habe ich damals mitbegründet in den 90er Jahren, 1996. Ein spezialisiertes Museum für Gegenwartskunst, für zeitgenössische Kunst. Dann bin ich 2001 in meine Heimat zurückgewechselt nach Rotterdam. Museum Boijmans van Beuningen, so ein allgemeines Museum, ein enzyklopädisches Museum fast, mit Ausstellungen von Altmeister über Kunstgewerbe, Design bis zu zeitgenössischer Kunst und klassisch-moderne. Eine Aufgabe, die gar nicht so weit weg liegt von der Aufgabe hier in der Bundeskunsthalle. Ich war dort Ausstellungsdirektor, habe eigentlich alle Ausstellungen verantworten können und war sehr stark auch sehr nah bei den Ausstellungen dabei. Dann bin ich nachher nach Deutschland gewechselt. Ich habe die Kunsthalle Fridericianum als künstlerischer Leiter gemacht, 5 Jahre lang in Kassel. Ich habe diese Erfahrungen mitgenommen jetzt nach Bonn. Erfahrungen mit Altmeistern, mit Kunstgewerbe, mit Design, mit klassisch-moderner, mit zeitgenössischer Kunst, mit natürlich immer wieder einen großen Betonung auf die zeitgenössische Kunst. Werde aber hier mich vor allem freuen, um dieser gesamte Bereich, wie damals in Boijmans, auch wieder abzudecken, und so schließt sich auch gewissermaßen ein Kreis. Ich habe dann aber auch die Widerstände gesucht und wollte irgendwo hin, wo man auch wieder sich neu erfinden müsse und wo es auch sicher nicht einfacher wäre, aber wo man auch die gesamte Breite abdecken könne und wo man sich auch die Frage stellen muss und kann: Wie kann ich auch mit unterschiedlichen Besuchergruppen, nicht nur mit den Fans, wie das in so einem kleineren Museum für Gegenwartskunst der Fall ist, aber wie kann ich mit den größeren Besuchergruppen auch zurechtkommen? Und diese Bundeskunsthalle mit ihrem einzigartigen Auftrag, die kann natürlich, wenn sie richtig funktioniert, eine Ausstrahlung haben, die weit über Bonn hinausgeht. Ich bin immer auf der Suche gewesen nach Alleinstellungsmerkmalen. Das Rheinland kannte Rein Wolffs bereits aus seiner Studienzeit. Die Kunstmetropolen Köln und Düsseldorf zogen ihn an. Heute in Bonn scheint ihm die Region vertraut und er sieht hier traditionell einen wesentlichen Aspekt des europäischen Gedankens verankert. Ich fühle mich seit eh und je Europäer. Das muss ich unbedingt sagen. Das ist mir auch wichtig, um das immer wieder mitzuteilen. Deshalb fühle ich mich auch wohl hier in Bonn, wo man sich eigentlich ziemlich im Zentrum Europas befindet, sehr nah bei Frankreich, bei Belgien, bei Luxemburg, bei den Niederlanden. So eine Region, in der die europäische Gedanke meines Erachtens noch sehr fest verankert ist. Ich denke europäisch, ich habe zwar immer noch gewisse Heimatgefühle, wenn ich an Holland denke natürlich, aber diese Heimat ist fast breiter geworden und ich würde das nicht mehr nur auf dieses kleine Land am Nordsee beschränken, sondern wirklich auch paneuropäisch sehen wollen. Ich denke, dass die Bundeskunsthalle auch einen Aufgabenbereich hat, um gerade die europäische Gedanke auszutragen, jeden Tag wieder und mit jeder Ausstellung möglichst auch wieder. Deutschland ist ein Land geworden, was sich im Zuge der Entwicklung von Berlin meines Erachtens sehr stark internationalisiert hat in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und diese Internationalisierung der deutschen Kultur müssen wir auch mit Rechnung tragen. Das ist wirklich ganz gut an dem Plan. 1 Zentimeter ist einfach 1 Meter. Das siehst du, dass wenn das hier, diese Wand bleibt ja, dann sind das 10 Meter. Ja. Mit einer Ausstellung zum Künstler Jon Bock gibt Rein Wolffs sein Debüt in der Bundeskunsthalle. Wie für viele Künstler ist Berlin der Hotspot der deutschen Kunstszene und so hat der gebürtige Schleswig-Holsteiner seine Zelte auch dort aufgeschlagen. Zusammen mit der Ausstellungsleiterin Johanna Adam plante Rein Wolffs im Berliner Studio von Jon Bock die Werkschau im Mörder der Summenmutation. Das sieht schlecht, ja. Also mir ist wichtig, dass die Kunst- und Ausstellungshalle ganz klar in Bonn verortet ist. Wir haben immer wieder Zusammenarbeiten mit Berlin.
Ich mache das auch an einem Beispiel hier vielleicht festmachen. Wir sitzen hier gerade vor dem Trainerpalast, was ein Spielort das Haus der Geschichte in Bonn ist. Ganz klar das Mutterhaus in Bonn und dann die Möglichkeit, um hier und da auch in Berlin zu spielen. Wir haben das nicht mit einer wir haben das nicht mit einer Filiale, wir haben das nicht mit einer Zweigstelle der Bundeskunsthalle in Berlin, aber wir haben Partner in Berlin. Ein ständiger Partner ist der Gropiusbau, der Martin Gropiusbau, in dem wir zum Beispiel dieses Jahr unsere Irokesen-Ausstellung später im Jahr zeigen werden. Dann haben wir Zusammenarbeiten mit den staatlichen Museen Berlin. Wir denken gerade etwas an für die weitere Zukunft. Es gibt nächstes Jahr eine Ausstellung zum Thema Tel Halaf. Das ist eigentlich eine direkte Zusammenarbeit mit dem Pergamonmuseum auf der Museumsinsel. Und so ist Berlin ständig bei uns auch dabei, weil man kommt in dieser Bundesrepublik nicht mehr ganz um Berlin herum. Aber mir ist ganz wichtig, um eigentlich diese Ikone der Dezentralismus, diese Ikone der deutschen föderalistischen Geschichte, Bonn, um die auch immer noch mal stark nach vorne zu schieben und klar zu machen, dass wir dort unser Mutterhaus haben. Rheinwolfs ist häufig in Berlin, um neue Ideen zu bekommen, Kollegen, Künstler und Kooperationspartner zu treffen. Was plant er für Bonn? Also wir haben in der Bundeskunsthalle zwei oder vielleicht mehrere Standbeine, die wichtig sind, die mir wichtig sind auch für die Zukunft. Wir haben einerseits die kulturhistorische Ausstellungen, die mir sehr wichtig sind, die sind publikumswirksam, die haben eine gesellschaftliche Relevanz. Das zeigen die Zahlen auf, die wir in der Vergangenheit hatten und auch in Zukunft haben werden. Davon gehe ich stärkstens aus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Kunstausstellungen, die bis in die heutige Zeit hineingehen. Also mir geht es auch bei historischen Ausstellungen darum und bei kulturhistorischen Ausstellungen darum, dass wir künftig imstande sind, den Transfer zum Heute zu machen. Und dass wir klar machen, wieso wir auch eine kulturhistorische Ausstellung machen. Also wenn man mit so einer Ausstellung klar machen kann, dass in der heutigen Zeit sehr starke Referenzen festzumachen sind, die mit dieser Vergangenheit zu tun haben, dann hat man eine sehr interessante Brücke geschlagen und dann hat man nochmal dieser Begriff Relevanz, was für mich immer wieder eine Rolle spielt, nochmal stärker eigentlich positionieren können. Mit der Intendanz in der Bundeskunsthalle übernahm Rheinwolfs nicht nur die Hoheit über das künstlerische Programm. Zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Bernhard Spieß managt er mehr als 130 Mitarbeiter. Die Bundeskunsthalle ist natürlich eine große Struktur. Wir haben viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben sehr viele Menschen, die auch schon lange hier sind und die mir aus der Geschichte heraus sehr viel erzählen können. So kann man auch schauen, wo man wieder neu ansetzen kann, kann man aber auch schauen, ob man gewisse Dinge wieder übernehmen kann. Wir haben viele kreative Leute hier im Hause. Also die Bundeskunsthalle hat in dem Sinne auch ein großes Mitarbeiterpotenzial, würde ich meinen. Der regelmäßige Austausch steht im Vordergrund. Fachliches wird wöchentlich in unterschiedlichen Runden besprochen, diskutiert und entschieden. Ausstellungsleitungen, Gewerke, Verwaltungsstab, die Vielfalt der fachlichen Expertisen im Haus gilt es zusammenzuführen. Berührt ist Rheinwolfs von der rheinischen Gesprächskultur. Es ist interessant hier im Rheinland, wenn man die Leute trifft, wenn man Leute begegnet. Also es gibt hier schon eine große Gesprächskultur. Das freut mich sehr. Es gibt Redebedarf, es gibt Mitteilungsbedarf. Man redet gern viel, man redet gern auch mal gewissermaßen laut. Also man ist schon anwesend. Rheinländerinnen sind gewissermaßen anwesender als gewisse andere Bevölkerungsgruppen, habe ich mir erzählen lassen. Und das habe ich auch schon empfunden, wenn ich irgendwo sonst in einer Eröffnung im Rheinland bin oder über die Straße gehe. Da gibt es sofort Gespräche und dann steht man auch sofort in der Diskussion mittendrin. Das gefällt mir und ich versuche das auch dementsprechend zu beantworten. Die Bundeskunsthalle ist für Rheinwolfs ein kultureller Hauptanziehungspunkt in der rheinischen Metropolregion und ein Leuchtturm mit internationaler Wirkung. Wie Architektur und Fläche dabei gefüllt werden sollten, sieht er dezidiert programmatisch. Es geht immer darum, in unserem Haus Inhalte zu vermitteln. Das machen wir in den Ausstellungsräumen, das machen wir im Forum und das können wir aber auch auf den Dachgarten und auf dem Museumsplatz machen. Der Museumsplatz dient eigentlich dazu, um die Bundeskunsthalle und auf der anderen Seite auch das Kunstmuseum Bonn richtig abzuheben von der
Wirklichkeit, von der normalen Alltäglichkeit und ist natürlich auch ein Platz, den man hier und da auch mal bespielen kann, aber präzise bespielen kann und präzise bespielen muss. Der Museumsplatz ist in dem Fall ein verlängerter Arm der musealen Räume. Das Dach der Bundeskunsthalle betrachtet Rhein-Wolfs als großen Geniestreich des österreichischen Architekten Gustav Peichel. Der Bau mit seinen ironischen Architekturzitaten ist mittlerweile eine Herzensangelegenheit für ihn geworden. Die Bundeskunsthalle, die wirkt auf den ersten Blick relativ geschlossen von der Architektur her. Ich weiß nicht, ob es das Dach ist, was mir dazu verführt hat, aber irgendwas im Hause hat mich dazu gebracht, die Architektur noch mal ein bisschen besser mich anzuschauen. Gerade weil das Haus auf ersten Blick, auf Anhieb so verschlossen wirkt. Ich habe mir dann alte Fotos angeschaut, bin mit Leuten durch das Haus gegangen und habe dann plötzlich erfahren, dass es viele Öffnungen gegeben hat, die vom Architekt angelegt wurden, die verschiedene Jahre auch aktiv als Öffnungen im Haus funktioniert haben, aber die im Verlauf der Jahre dem Ausstellungspraxis zum Opfer gefallen sind und geschlossen wurde. Und wir werden jetzt auch in den Ausstellungsräumen im Hause versuchen, die Öffnungen zwischen den unterschiedlichen Räumen wiederherzustellen, damit auch eine gewisse Verführung von der einen Ausstellung in Richtung der anderen Ausstellung entstehen kann, damit die Besucherinnen und Besucher das Haus wieder besser lesen können. Das ist ein Ziel, was ich erreichen möchte. Man soll sich hier gut fühlen, man soll sich hier wohlfühlen. Entdecken, neugierig machen, verführen, wohlfühlen, bilden und vermitteln. Rhein-Wolfs spricht gern davon. Für ihn Schlüssel und Herausforderung zugleich, die Bundeskunsthalle für die Zukunft attraktiv zu gestalten. Und wie sieht Rhein-Wolfs die Zukunft? Wie fällt sein bisheriges Fazit aus? Über seine Pläne ist sich Rhein-Wolfs ganz klar. Also nachdem ich das jetzt beobachtet habe während ein paar Monate, sind ein paar Dinge für mich sehr wichtig für die Zukunft. Es geht darum, für mich das Haus noch mehr zu beleben, noch mehr zu dynamisieren. Es geht darum, verschiedene Szenen ans Haus zu binden. Wir suchen die Bildungsbürger, wir suchen die Menschen, die große kulturhistorische Ausstellungen besuchen möchten. Wir suchen aber auch das jüngere Publikum. Wir suchen die Menschen, die eigentlich das reflektieren, wie die Gesellschaft auch ineinander steckt. Also wir suchen einen größeren Clash von diesen Szenen. Das ist eigentlich mein Ideal für die nächsten Jahre. Ich denke, wenn es einem gelingt, um eine gute Mischung ins Haus zu bringen, jeweils die Projekte nebeneinander zu haben, die jüngere Natur sind, die ältere Natur sind, die eigentlich für ganz viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch ausgerichtet sind, dann hat man eigentlich ein gelungenes Ding hier in der Bundeskunsthalle gemacht.